Hi, vielleicht kennst du schon das Bullshit-Bingo zum Thema Gaslighting, in welchen ich ein paar Sätze untergebracht habe, die ziemlich weit verbreitet und ich würde sagen, sehr typisch sind für Gaslighting. Falls nicht, einmal gerne anklicken, downloaden, ausfüllen, weiterverbreiten. Dieser Videoteil baut so ein bisschen darauf auf, denn heute möchte ich mich mit weiteren klassischen oder weit verbreiteten Gaslighting-Sätzen beschäftigen und im nächsten Schritt auch noch mal kurz darauf eingehen, was Gaslighting denn ausmacht und welche Formen oder Typen, Dynamiken es an Gaslighting-Phrasen, also Sätzen, Aussagen überhaupt gibt. Und dann werde ich euch noch einen Ausschnitt vorlesen. Ich habe 11 Aussagen mitgebracht, habe aber über 65 in einer Liste gesammelt, die ihr wie sonst auch kostenlos downloaden und speichern könnt. Ich habe mal nachgedacht und auch ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass es unfassbar viele Aussagen, Phrasen, Sätze, vermeintliche Witze oder Komplimente gibt, die im Gaslighting oft verwendet werden. Ich mache das, weil ich aufzeigen möchte, in welchen unterschiedlichen Formen und Facetten Gaslighting stattfinden kann. Deshalb habe ich eine Liste zusammengefasst, von denen ich mir sicher bin, dass du die meisten kennst, oder aber die Dynamik, die Funktion dahinter dieser Sätze, also wie sie aufgebaut sind. Denn dasselbe Ziel haben alle Gaslighting-Aussagen. Sie wollen deine Wahrnehmung absprechen. Es geht darum, dich als Person in Frage zu stellen und vor allen Dingen aber deinen Selbstwert zu minimieren und da anzusetzen, wo es dich am meisten trifft. Aussagen, die zum Gaslighting zuzuordnen sind, das sind Sätze, also Reaktionen, Aussagen, Komplimente, vermeintliche Witze, die deine Handlungen, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Bedürfnisse und/oder deine Wünsche negativ bewerten, kommentieren oder aber als komplett unangemessen oder unpassend betiteln. Es sind Aussagen, die dich ganz offensichtlich oder vielleicht auch sehr subtil wissen lassen, dass du unfähig bist, dass du vielleicht ungebildet bist. Also welche Defizite du vermeintlich als Person, als Charakter, als Mensch hast. Oder aber, dass du als Person viel zu viel bist, dass du eine Belastung bist. Und dann gibt es eben noch diese sogenannten Witze, Kommentare oder Sticheleien, die auch eher subtil darauf aus sind, dich einfach komplett zu verletzen und mit deinen Unsicherheiten zu spielen. Es kann also sein, wenn es dir schwer fällt, einen Vortrag frei zu halten oder du dich am Anfang sehr oft verhaspelst oder deine Stimme sich überschlägt, dann werden es Witze, Kommentare und Sticheleien sein, die irgendwie damit zu tun haben. Kann auch sein, dass du gerade dabei bist, dich mit einem neuen Thema zu beschäftigen, für das du dich interessierst, aber es dir momentan noch schwer fällt, da einen Zugang zu bekommen oder das große Ganze darin zu verstehen. Kann auch sein, dass du eine Schwierigkeit damit hast, ein vollbeladenes Tablett von A nach B zu bringen, ohne was zu verschütten. Und dann würde eben was in die Richtung gehen. Und ganz oft ist es so bei Gaslighting, es fällt eine Aussage und dann wird vielleicht spürbar und deutlich, dass das eine doppeldeutige Aussage ist oder dass ihr euch getroffen hat und etwas in euch auslöst und vielleicht etwas, was der Gaslighter nicht beabsichtigt oder was der gaslightenden Person unangenehm ist. Und dann kommt ganz oft der Mechanismus, das war ja nur ein Spaß, das war ein Kompliment, du verstehst das nicht. Also dann kommt eigentlich die nächste Ebene dazu, die dich ja auch wiederum verunsichert ist, dass man das Ganze, wie soll ich sagen, mundtot macht oder man das, was der Gaslighter ausgelöst hat in euch, sofort deckelt, indem man sagt, das ist ja nur ein Witz, weil das Doofe ist ja dann wieder, wenn ihr verletzt seid, ist es euer Problem, weil ihr den Witz nicht verstanden oder falsch verstanden habt. Spoiler, das ist natürlich Blödsinn. Die gaslightende Aussage bleibt Bullshit und unangemessen und verletzend. Also nochmal zusammengefasst, das sind Aussagen, die direkt euren Selbstwert oder euch als Person angreifen und verletzen
und dazu führen, dass ihr euch, eure Fähigkeiten, euren Wert, euren Selbstwert als Mensch beginnt in Frage zu stellen. Bevor es losgeht, möchte ich noch einen Hinweis zur Einordnung dieser Sätze aussprechen. Denn die Sätze, die ihr jetzt hört, die Sätze, die ihr auf der Liste lesen werdet oder die Sätze, die euch einfallen aus eigener Erfahrung, die sind alle dem Gaslighting zuzuordnen. Und gleichzeitig ist aber nicht jeder dieser Sätze mit Gaslighting verbunden. Was ich damit meine ist, Gaslighting ist ein Muster, ein stabiles, sich fortsetzenden Muster an Verhaltensweisen. Wenn ihr einen dieser Sätze begegnet und das im Zusammenhang mit einer Person, die ihr sonst als zuverlässig, emotional erreichbar, vertrauensvoll, selbstreflektiert, verantwortungsbewusst, als unterstützend, transparent und nachvollziehbar erlebt, dann versucht zu gucken, inwiefern die Person diesen Satz vielleicht aus Unwissenheit oder Verlegenheit sagt. Also, dass die Person diesen Satz selber nur wo aufgeschnappt hat und der Ansicht ist, naja, wenn ich das sage, dann tröste ich mein Gegenüber. Oder die Person sagt es, weil sie gerade die Situation, die Stimmung, die Energie nicht aushält. Oder sie sagt es vielleicht, um überhaupt etwas zu sagen, weil Schweigen, also Stille, viel, viel schlimmer aushaltbarer ist. Ist es jetzt aber so, dass ihr diese Gaslighting-Sätze immer wieder von dieser Person hört und vielleicht auch in einem bestimmten Kontext, zu einem bestimmten Thema oder auch in anderen Bereichen, dann passt auf. Dann beobachtet das wirklich, wann fallen diese Aussagen, was wirft euch die Person vor. Also beobachtet die Kommunikation, die Dynamik. Ist es anstrengend mit der Person? Dreht ihr euch immer wieder im Kreis? Lässt die Person euch auflaufen? Habt ihr gar nicht die Möglichkeit, auf Augenhöhe euch auszutauschen? Dann sind die Sätze auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen, beziehungsweise die Person und dessen Verhalten. Jetzt aber endlich zu den Sätzen. Das können Aussagen sein wie: Das hätte ich dir niemals angetan. Kein Wunder, dass es mit dir keiner länger aushält. Du bist so undankbar. Wenn du mich wirklich liebst, dann würdest du tun oder nicht tun. Das war ein Scherz. Verstehst du überhaupt irgendeiner meiner Witze? Na, das klappt ja wieder richtig gut mit deinem Vorhaben. Merkst du selbst, wa? Du hattest schon immer eine lebhafte Fantasie. Also wirklich, du bist so ungebildet. Was sollen die Leute nur über mich denken, wenn sie das mitkriegen? Oder in der Variation, du bist so ungebildet. Was sollen die Leute über dich denken, wenn sie das mitbekommen? Lass deine Wahrnehmung mal von einem Fachmann überprüfen. Der wird mir sicherlich zustimmen. Sei froh, dass ich für dich tue. Du kannst froh sein, dass ich überhaupt irgendwas für dich tue. Sei froh, dass ich immer noch auf deiner Seite bin. Oder sowas wie, sei froh, dass ich überhaupt noch da bin. Und du bist also perfekt, oder wie? Und zu guter Letzt der Klassiker. Du bist so unnötig eifersüchtig. Wie gesagt, wenn ihr diesen Sätzen begegnet, achtet unbedingt auf die Dynamik, auf die Kommunikation mit eurem Gegenüber, um einschätzen zu können, ist es wirklich dem Gaslighting zuzuordnen oder findet da gerade doch eine Art Misskommunikation statt. Bis zum nächsten Mal.